Hallo Leute, willkommen beim LS22 Ackern wie Gott in Frankreich. Werde ich diesem hohen Anspruch gerecht als deutsche Auswanderin im schönen Oberland? Dies ist Teil 83 und hier haben wir unsere Weinreben. Da wächst noch gar nichts, was völlig normal ist. Es ist ja auch erst März. Und ich würde sagen, jetzt nehme ich mir mal die Zeit, um die zu mulchen und zu grubbern. Und da schnappe ich mir mal den... wie heißt er? Mein Toni. Ich denke mal, das ist da breit genug. So... Gucken wir erstmal. Aber das müsste eigentlich problemlos klappen. Ja, das klappt lässig. Und dann sollte ich auch noch mal gucken, wie stark denn der Motor sein muss für die kleinen Geräte. Wo habe ich sie denn? Da stehen sie. Ich sehe schon. Aber erstmal gucken wir hier. Bei der Theorie, der kleine Tiefenlockerer braucht 65 und der Mulcher, der ist glaube ich bei Traubentechnik, oder? Nee, bei Mulchern. Der braucht 70. Oh. Okay. Und der Toni hat nur 100. So war das doch, oder? Sicherheitshalber nochmal gucken. Das ist der Toni. Knapp 100. Und der Landini, der hat 112. Der ist also etwas stärker. Ich probiere es einfach mal. Und zur Not kann ich diese zwei Bahnen ja auch getrennt fahren. Also, dass ich Mulchen und Tiefenlocker nicht in einem Arbeitsgang mache, sondern in zwei. So. Aber mit einem Arbeitsgang ist es natürlich bequemer. Und hat beim letzten Mal auch gut geklappt. Und ich denke, da habe ich den Landini für benutzt. Aber der wohnt jetzt ja bei den Schafen. So. So. Jetzt fahre ich hier erstmal rein. Gut. Ordentlich zurück. Und dann schalten wir erstmal das Teil an. Und dann das andere. Wie? Ah, das andere schaltet man nicht an. Ist ja ein Tiefenlockerer. Logisch eigentlich. So. Mal gucken. Mulcht er brav? Woran kann ich das erkennen, ob er das brav macht? Ich schalte erstmal den Tiefenlockerer hoch und dann fahre ich ein bisschen so und gucke, ob sich da was tut. Es tut sich irgendwie gar nichts. Ist vielleicht der falsche Monat. Vielleicht. Ich fahre jetzt einfach mal auf und ab. Nach dem Motto, der gute Wille zählt. Hoffentlich.
Und dann mache ich das gegebenenfalls im April nochmal. Es kann schon sein, dass ich das damals im April gemacht habe, weil ich glaube, ich habe die im März gepflanzt und dann musste man warten, bis da überhaupt was wächst. Und dann konnte man mulchen und tiefen lockern. Ja, das spräche dafür, dass ich das erst im April gemacht habe, letztes Jahr. Ich muss gestehen, ich weiß auch gar nicht so recht, wofür diese Tätigkeiten in-game nützlich sind. Also in echt kann ich mir das schon eher vorstellen. Ja, man sorgt halt dafür mit dem Mulchen unter anderem dafür, dass das Unkraut nicht zu groß wird. Und dass man außerdem das Pflanzenmaterial dann schön als feuchtigkeitsbindende Schicht zwischen den Reben hat. Und ja, warum man dann Tiefen lockert? Vielleicht hilft das auch gegen zu viel Unkraut oder was auch immer. Oder das. Tja, ist eigentlich unlogisch, weil das Mulchen soll ja eine Pflanzenmaterialschicht auf der Oberfläche halten. Eben um Feuchtigkeit zu binden, dass es nicht so schnell verdunstet, dass keine Erosion stattfindet und so weiter. Aber warum man dann anschließend Tiefen lockert, das erschließt sich mir nicht so ganz. Und ich weiß auch nicht, ob die Bauern das jedes Jahr machen. Die echten Weinbauern. Also das mit dem Mulchen habe ich schon gesehen im Kaiserstuhl. Da hat man dann so ein, ja, so ein nettes Graspolster sozusagen zwischen den Rebreihen stehen. Ja, und was für einen Vorteil man im LS davon hat, weiß ich gar nicht. Also Mulchen auf normalem Feld nach der Ernte bringt ja 2,5% Ertragssteigerung meines Wissens. Vielleicht können wir mal in der Hilfe gucken, ob sie da irgendwas zugeschrieben haben. So. Aber man muss sagen, der Toni macht das ganz hervorragend. So. Jetzt gucken wir mal in der Hilfe. So. Weinbau. Ich meine, hier steht Mulchen. Mal gucken. Ah ja, gut. Beim Anbau von Traubenreben oder Olivenbäumen grubbert man zuerst, okay, anders als bei Erntestoppeln und mulcht einige Zeit später, sobald das neue Gras zu wachsen beginnt. Im Grunde schneidet man das Gras zurück, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern. Außerdem soll alles schön und sauber aussehen. Okay, das leuchtet ein, das tut's auch. Das heißt, wenn ich das so mache, wie ich das jetzt aufgespannt habe, vorne den Mulcher und hinten den Grubber/Tiefenlockerer,
ist es sowieso erstmal falsch rum. Weil zuerst wird gegrubbert. Gut, irgendwo hatte ich das mal falsch gelesen oder so, dass man erst mulcht und dann grubbert. Aber so leuchtet das ein. Dass man irgendwie, ja, praktisch nach der Ernte oder dann vielleicht nach dem Frost ein bisschen auflockert und wenn dann die Pflanzen gewachsen sind, dann mulcht man. Und dann bleibt das Pflanzenmaterial zwischen den Reben liegen und dann kriegt das eben die tollen Effekte. Ja, jetzt gucke ich hier nochmal. Platziere eine Reihe. Pipapo. Ja. Ah, so habe ich das wohl falsch verstanden. Um den vollen Ertrag zu erzielen, musst du zwischen den Reihen mulchen, grubbern und düngen. Also mulchen und grubbern und dann düngen. Aber es ist ja offenbar umgekehrt. Also grubbern, mulchen und düngen. Ich habe so den Eindruck, dass es manchmal ja nicht so ganz korrekt drinsteht in der Hilfe oder zumindest missverständlich ist. Und sobald das Gras gewachsen ist, halte mit dem Mulcher den Raum zwischen den Reihen frei. Grubbere danach mit dem Discovinie und dünge anschließend. Also habe ich das schon wie vorschriftsmäßig gemacht, aber hier steht es anders als dort. Und dieses hier, das Neue, was ich jetzt hier zuerst entdeckt habe, das leuchtet mir mehr ein, dass man erst Tiefen lockert, ja, um den Boden ein bisschen aufzulockern, dann abwartet und wenn das Gras, weil nach dem Mulchen direkt Tiefen lockern oder grubbern, macht gar keinen Sinn. Aber was ich jetzt probieren könnte, ich stelle mal den Tiefenlockerer lasse ich einfach dran. Weil da ist ja so ein bisschen Gras gewachsen. So. Ich guck mal, ob jetzt das Mulchen irgendwas bringt, wenn ich nicht Tiefen lockere. Nee, da tut sich überhaupt nichts. Also warten wir mal einfach bis morgen. Wie sie einfach zwei unterschiedliche Reihenfolgen in der ein und derselben Hilfe drinstehen haben. Aber gut, auf zwei verschiedenen Seiten. Und so viel ich weiß, sind auch die, die die Hilfeseiten schreiben, weder professionelle Landwirte noch Entwickler von dem Spiel, sondern die sind der Marketingabteilung untergeordnet. Und dann kann sowas schon mal vorkommen. Ja. Da sollte ich mir dann schon irgendwann noch mal gründlicher einen Weinberg vornehmen, einen etwas größeren. Ja, und da so meine Erfahrungen sammeln. Jo. Stecke ich fest? Ja, ich stecke fest. Aber jetzt nicht mehr. Okay, da hinten der Kalker ist fertig geworden. Da gucke ich jetzt auch mal. So, das ist dieses Feld.
Das zählt noch als abgeerntet, das ist okay. Und düngermäßig, da haben wir ja Precision Farming. Uiuiui. Aber das werde ich morgen düngen. Weil jetzt gilt es ja als abgeerntet. Da kann der Fühler nichts erkennen. Der kann erst was erkennen, wenn es wieder neu gewachsen ist. Hey, Elferich, bist du wieder vorm Fertigwerden abgehauen, du Schlingel? Da habe ich schon die Sämaschine hingestellt. Ich glaube, die steht da schon für April. Muss ich gleich mal gucken, ob das Feld 42 ist, aber ich glaube, dort wollte ich Soja ansehen. Ich sollte ein bisschen weiter nach links fahren. Oh Mann, rechts streue ich total viel über. Und links entsteht eine Lücke, nur weil ich mir die ganze Zeit den Kopf verdrehe nach dem anderen Feld. Jetzt muss ich rückwärts rückhalten. Das ist. Oder vielleicht besser nicht. Besser nicht, besser nicht. Aber ich fahre das jetzt nochmal ab. Das geht ja so nicht. Es ist jetzt zwar nicht mehr viel Lücke, aber. Aber trotzdem. Das erkennt er wohl gar nicht, weil der Streifen zu schmal ist. Denn angeschaltet ist es ja schon. Naja. Jetzt fahre ich aber nicht nochmal drüber. So. So. Dann fahren wir den mal putzen. So, sehr schön. Gut, dann neben dem Wassertank könnte ich das noch unterbringen. Gut, und jetzt wollte ich noch etwas Dünger und Saatgut in meine Verteilerstation packen. So.
Erstmal kaufen. Na, erstmal gucken wir mal, ob da überhaupt schon was in der Art drin ist. Nur Wasser bisher, okay. So. Dünger. Das ist erstmal der teure Posten. Schon wieder die Pleiteangst. Aber ich denke mal, bis April kommt dann wieder genügend rein, so dass ich mich nicht fürchten muss. So. Und jetzt Saatgut, jawohl. So, bei so einem ganzen Hänger voll mit Saatgut, das finde ich auch immer irgendwie super krass. Aber wenn Großbauern ihre Felder bestellen, dann haben die auch schon mal einen ordentlichen Saatgutbedarf. Also das geht dann, glaube ich, auch oft weit über so einen Hänger hinaus. Aber meine praktische Erfahrung bezieht sich halt hauptsächlich auf den Anbau im Garten. Und da hat man dann so ein kleines Samentütchen. Das ist dann schon eine andere Liga. Sozusagen die Dorfliga. Momentan esse ich täglich einen riesengroßen Tomatensalat als Hauptmahlzeit. Weil die Tomatensaison begonnen hat und die Tomaten sehr üppig tragen. Und wir kriegen jeden Tag so 10 bis 20 wunderschöne Tomaten. So, ja, wir haben eigentlich auch Cocktailtomaten angebaut, aber jetzt momentan sind so normal große reif. Wie groß sind die denn? Ja, so sagen wir mal zwischen Golfball und Tennisball. Also anständig große, normal große Tomaten und davon 10 bis 20. Voll ausgereift mit einem super Aroma. Da muss man essen, 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 essen. Aber ich denke mir, Tomatensalat ist gut, ist auch gut für die Figur. Ist ja jetzt nicht irgendwie selbst angebaute Schokolade oder so, sondern Tomate. Da kann man dann schon essen, essen, essen. Und es macht Spaß. Vorher hatten wir die riesen Gurkenschwämme. Da gab es dann immer Gurkensalat und Gurkengemüse und vor allem in Gläser sauer eingelegte, also saure Gurken. Jeden zweiten Tag haben wir zwei Gläser kleine Gurken eingemacht. Hat auch super viel Spaß gemacht und war jedes Mal so ein tolles Gefühl, wenn dann danach dann da die zwei, manchmal auch vier Gläser mit sauren Gurken in der Küche auf dem Tisch standen und abgekühlt sind und dann hat es auch noch so danach gerochen und ja, das war so ein
ein super angenehmes Gefühl von, ich habe was geschafft, wir haben Vorräte für den ganzen Winter und wir werden uns auch im Winter noch drüber freuen, so einfach ganz wunderbar das Gefühl. Und ich hatte jedes Mal wieder Lust drauf, neue Gurken einzumachen. So, jetzt. Oh. 22.000. Ah, das ist hier die, weil die sich über das Silo alles teilen. Gut. Und hier. Oh, die hatten bisher überhaupt kein Saatgut und Dünger. Die hier aber schon. Und da wächst das Gemisch. Die haben Saatgut und Dünger. Gucken wir mal hier. Ja. Das dürfte dann zur vollen Stunde verteilt werden. Oh, vielleicht sollte ich es erstmal auf Verteilen stellen. Oder gucken, ob ich das schon gemacht habe. So. Ja, ist alles schon auf Verteilen gestellt. Wunderbar. Okay. Jetzt ist die Anzeige umgesprungen. Das ist in Ordnung. Ja, dann gucke ich nochmal unten nach den Gärten. Top, 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 top. So. Die haben bisher auch nur, ich mach mal hier ein bisschen schneller, 10-fach. Ah ja, da kann ich jetzt noch gewaltig aufrüsten, weil die bisher nur mit Wasser laufen. Das ist gut. Dann warte ich ab, bis da die erste Fuhre reingekommen ist. Und dann stelle ich die mal alle um. Und da oben war ja auch eine, die noch auf reinem Wasser gelaufen ist. Dann gucken wir mal bei den Kühen. ...90 Liter Milch. Ja. Da holen wir dann morgen neue Milch. Bis morgen habt ihr bestimmt ordentlich was geschafft. So, dann sollte ich mal checken, ob ich noch was tun muss. Gucken wir mal hier auf der Karte, wie es hier oben aussieht. Da. Hotspots. Ach so. Ja, so ist brav. Genau, Hafer habe ich da angesät. Das ist im Wachstum und habe ich da schon gedüngt? Na, auf jeden Fall rennt mir da nichts davon, wenn es noch nicht perfekt gedüngt ist. Das ist der Ertrag. Der ist ja nicht sehr hoch. Teilweise 70, teilweise 65%. Was ich hier ein bisschen schwierig finde, ist, ich finde es zwar gut, dass da steht 100 Kilo pro Hektar oder 120 Kilo pro Hektar, ist da jetzt Stickstoff drauf, das will ich schon wissen, aber ich will auch wissen, ist es okay für die Feldfrucht, die dort wächst? Diese Info kriege ich hier nicht. Dafür muss ich da hingehen und gucken, ob da steht perfekt oder nicht perfekt. Und das gleiche ist hier mit dem Boden, mit dem pH-Wert. Ist der gut für da oben?
Auf jeden Fall ist es ziemlich alkalisch. Ne, nicht ziemlich alkalisch, aber es ist auf jeden Fall nicht sauer. Ja, und wir haben hier schluffigen Ton. Da ist die der Ertrag sowieso recht niedrig. Standardmäßig. Ich hüpfe hier einfach mal rein. Ja, da muss ich. Düp, 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 düp. So. So kann ich reinhüpfen. So. Na, auf jeden Fall ist hier gut gekalkt. Das hatte ich, glaube ich, vergessen. Stickstoff ist gut, aber nicht perfekt. Okay, dann muss ich da, wenn das gewachsen ist, nochmal drüber. Ja, mit dem Fühler und nochmal düngen. Dann wird das bestimmt nochmal deutlich mehr. Okay. Und hier habe ich jetzt ja den Ladewagen, den kleinen Ladewagen, oder nee, es ist der einzige, den ich hier habe, mit einem Mähwerk stehen und dem Massey Ferguson, den ich sonst verkauft hätte, damit ich hier Gras ernten kann. So weit, so gut. Aber ihr hattet mir dann auch gesagt, ich könnte doch die kleine Ballenpresse mal verkaufen. Jetzt hüpfen wir einfach mal beliebig hier rein. So, diese. Wo ist sie? Da. Die da. Und irgendwo mag ich die gerne. Ich hänge an der. Ich möchte die nicht verkaufen. Und warum benutze ich sie nicht? Weil ich mir bislang immer nicht diese Ballenwagen für diese Mini-Ballen leisten konnte. Jetzt gucke ich mal. Momentan kann ich mir den auch nicht leisten, weil der kostet, glaube ich, 60.000 oder so. Das ist der hier, 64.000. Aber ich denke mal, wenn ich das nächste Mal üppig Geld habe, dann gönne ich mir den vielleicht. Und dann mache ich vielleicht bei den Schafen mit dieser kleinen Ballenpresse und diesem Ballensammelwagen dort das Futter. Dann würde ich halt den Ladewagen wieder herbringen, was ja kein Problem darstellt. Und würde da einfach auf Mini-Ballenwirtschaft umstellen. Und dann hätte ich endlich einen sinnvollen Einsatzzweck für diese niedliche kleine Ballenpresse. Weil ich mag die kleinen Ballen gerne, weil man die so hübsch in die Hand nehmen kann und kann man die den Schafen hinwerfen. Das finde ich einfach irgendwie ganz wunderbar. Ja, ich glaube, wir können jetzt in den April starten. Es ist eigentlich alles bereit. Und daher verabschiede ich mich mal von euch. In der nächsten Folge sind wir dann im April und dann gibt es wieder ordentlich was zu tun. Und ich hoffe, dass bis dahin auch wieder ordentlich Geld reingekommen ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.